Am Anfang waren wir hier, also im Dezember, Anfang Dezember waren wir sehr viele Demonstranten. Und dann, eine Woche später, gab es den Protest von den Anwohnern, die dann hier eine Gegendemo organisiert haben mit dem Titel Gemeinsam leben. Das ist auch schon wieder. Man muss sich gar keine Witze überlegen heutzutage, sondern die Realität ist schon so grotesk und aberwitzig von selber, dass man da gar nicht sich so viel Mühe geben muss. Gemeinsam leben, und das ist eine öffentliche Veranstaltung, und da fühle ich mich angesprochen und ich denke, ich fühle mich auch eingeladen eigentlich und habe dieses Schild mitgebracht, um einen Dialog anzubieten, und habe extra draufgeschrieben, Spaltung überwinden, miteinander reden. Weil ich denke, das ist die einzige Möglichkeit oder der einzige Weg für uns ist, Frieden zu haben. Wir müssen ja in einen Dialog kommen, wir haben unterschiedliche Meinungen, und wenn wir nicht miteinander reden und diskutieren, dann wie sollen wir dann wieder zusammenfinden? Man möchte ja nicht gesehen werden, man hat ja irgendwie was zu verheimlichen anscheinend. Genau. Man möchte hier unter sich bleiben, man möchte ja keinen Dialog, nicht wahr? Ja, man wird ja ausgegrenzt. Ja. Angenehm. Grundgesetz, Leugner, raus aus den Kiezen! Grundgesetz, Leugner, raus aus den Kiezen! Danke! Du weißt doch gar nicht, was das ist! Du bist so hohl, Alter! Echt, ach du Scheiße! Ey, aber probier mal in meine Hose. Aber hier Alkohol saufen, Alter. Corona-Leugner raus aus den Kiezen. Corona-Leugner raus aus den Kiezen. Antifaschisten, Alerta. Scheint gut zu laufen bei der Antifa. Alle sind hier da, Nazi von der Antifa. Alle sind hier. Ja, lauf ein bisschen schneller, Thorsten. Hallo Thorsten.